Hallo, willkommen bei Monster Tutorial Hunter World. Iceborne. Hey, wir gucken uns mal die neuen Moves mit dem Hammer an, indem wir einfach im Trainingsbereich ein bisschen abchillen. Und hier steht auch, der Trainingsbereich wurde überarbeitet. Es gibt jetzt eine Combo-Schadensanzeige, dass man weiß, wie viel Schaden die Combo gesamt macht. Und Übungsobjekte für die Klemmerklaue kann man sich spawnen lassen, wenn man mit dem Haushälter redet. Klingt gut. Dann steht noch, dass es neue Aktionen für alle Waffen gibt. Kann man in der Waffensteuerung in den Notizen nachlesen. Man kann alle vier Arten von Schleudermunition hier im Gebiet einfach aufheben. Die Nutzung der Klammerklaue und die Änderung der Objekte im Trainingsbereich erfordert Monster Hunter World Iceborne. Okay. Tutorial verlassen. Dann gucken wir doch mal. Ey, Man, ich bin Klammerklaue, bitte. Objekte im Bereich ändern. Ja. Ach, lol. Das ist jetzt das Monster. Und ich glaube, nach irgendeinem Schlag kann ich mein. Ah, okay. Ich hab's gecheckt. Und danach kann ich trotzdem noch den Finisher machen. Okay, ich kann mich im Schlagen an das Monster dranhängen. Okay, ist ein bisschen spät, dass ich das übe, aber hey, besser als nie, ne? Also, wenn ich meinen zum Beispiel voll aufgeladenen Schlag mache, kann ich nach dem Schlag die Filtertaste drücken, klammer mich ran, bin mich in das Monster und kann dann mit Dreieck nochmal einen Finisher machen, um einen Weak Spot zu erzeugen. Aber das geht nur. Hiernach nicht. Geht also echt nur scheinbar nach dem komplett aufgeladenen Dreierschlag, soweit ich es gerade sehe. Kann ja gleich nochmal in die Steuerung gucken. Wie ist es denn, wenn ich bei dem am Drehen bin? Und jetzt so mache. Kann ich dann? Nein. Also echt nur den. Das ist halt schön, um irgendein Gesicht einzuschlagen. Gefällt mir. Grundsteuerung. Ja. Kann man hier alles nachlesen. Hammer. Drücke L2 nach dem Einsatz von aufgeladener Aufwärtsschwung 1 oder 2, um die Klammerklaue abzufeuern. Und L2 beim Aufladen ist eine Schleudersalve. Okay. Können wir auch mal testen. Schleuderdorn. So. Ah ja. Das hält meine Ausdauer an und ich kann Angriff machen. Okay, aber was ist aufgeladener Schlag? Ah ja, nach dem kann ich auch. Oh, nach dem Aufwärtshaken geht das auch. Das ist natürlich cool. Aber danach nicht. Okay, das zählt noch nicht. Aber dass ich danach machen kann, ist natürlich super cool. Aber man spinnt sich nicht nur durch. Also wenn er komplett aufgeladen ist, macht man den lustigen Spin-Angriff. Interessant da. Wenn ich mich jetzt ranziehe mit der Klammerklaue nach dem Angriff, dann mache ich so nochmal durch das Monster und mache ultra guten Schaden. Doch, ist cool. Okay, das war ja eigentlich alles, was ich lernen musste. Wir können auch bei Schwert und Schild gucken, was eigentlich abgeht. Okay, also was ich rausgefunden habe, ist, wenn ich den Rückwärtssprung mache, kann ich schnell Dreieck drücken und mache dann so einen Move und kann dann halt diesen perfekten Ansturm machen, wie er scheinbar heißt. Drücke Dreieck mit dem richtigen Timing, um noch mehr Schaden zu verursachen. Okay. Ah, Alter, ich hab's getimed. Das ist cool. Da, ja, wenn ich das time. Da, wenn ich da immer so ein bisschen zwischen warte. Jetzt habe ich eine Timing-Waffe einfach. Ah, ich habe die komplette Combo gemacht. Jo, hat die reingehauen. Also ich musste mal es nochmal machen. Und dann mal den kompletten Schaden angucken. So, so. Schaden, die Combo. Ist ja richtig cool. Perfekter Ansturm ist ja voll der coole Move, weil man da timen muss. Ich habe mich schon gewundert, warum. Dass das einfach so eine Spam-Angelhacke ist, aber so mit dem Time. Ja, den letzten verpeile ich aber immer. Also ist trotzdem cool. Ja, hat sich gelohnt, nochmal hier reinzugucken. Jo. Also mit dem Schild hauen, nach hinten springen, dann kann ich mit Dreieck Combo starten. Und dann muss ich aber nur richtig getimed drücken und dann kann ich da Schaden machen.
429, wenn ich verkacke, aber 500, wenn ich alles treffe. Okay. Jo. Cooler Move. Jetzt weiß ich auch endlich, wie der funktioniert. Ich habe den halt immer nur Kreis und Dreieck gespammt und irgendwie hat der funktioniert. Und der macht halt voll viele... voll auf Damage. Also ist auch gut für Elemente, stand auch da. Cool. Okay. 16 Minuten im hier Trainingsbereich, aber ich habe was gelernt. Eine Sache will ich aber noch kurz gucken. Ich komme hier nie wieder raus. Ich habe halt Sets auch, die ich benutzen könnte. Ich habe zum Beispiel halt hier so ein Odogaron-Gewehr. Warum sollte man zu Schleuder wechseln, während man mit der Waffe zielt? Ja, das ist ganz praktisch. Für Blitzkapseln, oder? Darf man das? Kann ich dann... Aha, ich kann sogar zu meiner Blitzkapsel wechseln. Und dann wieder zu meinem Gewehr wechseln. Ah ja, und ich muss zur Schleuder wechseln, um dann sowas zu machen halt. Ah, das ist cool. Ultra umständlich, sich an Monster zu krallen überhaupt erstmal. Und dann kann ich eine Mine ranmachen und mit einer Explosion wegspringen. Na gut, genug geübt. Ich kann dann bestimmt noch nachgucken, was ich so beim Bogengewehr und so machen kann. Dann können wir bei der nächsten Folge Bogengewehr vielleicht spielen. Bogengewehr, als Fernkämpfer kriegt man eigentlich doppelten Schaden gefühlt. Aber die Sache ist die, ich bin halt zum Beispiel bei meiner Bogengewehrrüstung, bin ich sehr auf die Z-Boni angewiesen. Ja, schon ein bisschen auf meine Z-Boni angewiesen. Ist halt Standard-Boost, ist halt super gut. Es gibt einen besseren Standard-Boost. Ja, sowas wie Bogengewehr weiß ich nicht. Das lohnt sich halt immer im Endgame erst, weil man da so perfekte Sets für braucht, damit die halt richtig, richtig gut Schaden machen. Und Hammer, Schwert und Schild sind so die einzigen Sachen, die ich kann. Oder was das kann, aber verstehe. Okay, ich werde vielleicht beim nächsten Mal eine Lanze ausprobieren, eine Gundance. Klingt nämlich eigentlich lustig. Muss die dann halt nochmal trainieren. Aber, da wir heute Hammer-Moves und Schwert und Schild gelernt haben, fangen wir mit Schwert und Schild an, würde ich sagen. Und wechseln danach auf Hammer. Ja, habe auch ein Gyros Schwert und Schild für Lähmung. Dann kann ich mal ein bisschen versuchen zu flexen damit. So, wir haben zwei Quests. Einmal ein Nachtschatten-Paolumo und ein Korallen-Puke. Wir fangen einfach mit dem Nachtschatten-Viech an. Ja. Und dafür nehmen wir Energy Drinks mit. Oder die Wand wach machen. Hilft gegen Müdigkeit. Genau. 10 Stück. Rein. Das sieht schon mal nach einem Muss aus. Dann statt Apotheker nehme ich den Immunitätsmantel mit. Damit sollte ich auch gegen Statuseffekte geschützt sein. Und statt dem Lebensrettermantel könnten wir einen Reinigungsbooster mitnehmen. Da haben wir zwei Sachen, die uns reinigen vor dem Nachtschatten-Paolumo. Ihr wisst noch gar nicht, was der macht, aber ich weiß, was der macht. Ich habe ihn noch nie bekämpft, aber... Ich habe was an meinen Dekorationen geändert. Ich kann bei den guten Mänteln bleiben. Jaja. Okay. Nehmen wir noch kurz das Essen mit und dann können wir auf die Mission. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel rumgelabert, weil ich nehme jetzt schon wieder 26 Minuten auf und ich will nicht, dass der Anfang jetzt wieder 15 Minuten Training ist. Hoffen wir einfach aufs Beste. Ja, koche, lecker Fleisch. Reib mein Fleisch, ja, okay. Gehen wir lieber, bevor es zu merkwürdig wird. Auf zur Quest. Schnell, flieg mich weg, Drache. Du bist schon echt ein bisschen weird, wie die so über das Fleisch schreibt und da so Geräusche kommen. Beginnen wir jetzt die Nachtschatten-Paolumo-Untersuchung. Der Top-Auswahljäger der 5. Flotte übernimmt die Führung, während ich alles aufzeichne. Jawohl. Das Feldteam hat bereits Spuren gesammelt. Lass uns den Spähkäfern folgen. Jawohl. Erstmal ein bisschen mehr Verteidigung. Trinken. Essen. Und ein bisschen Dämonenmittel. Ne, so bis die blauen Rüstungen kommen, bin ich, glaube ich, safe mit der Rüstung hier. Aber die hat halt auch echt gute Sachen. Also, keine Ahnung. Bornstöpsel, mehr Leben. Im Wasser gut bewegen. Einfach alles, was mir gefällt. Oh! Hat ja sogar eine Cutscene. Hallo! Oh, euch passiert bestimmt nichts Schlimmes. Gute Nacht. Okay. Wurde ich entführt?
Von einem Luftballon. Hey, ich bin wieder wach. Hast du wieder alle Sinne beisammen? Das ist eine Erleichterung. Lass uns die Jagd fortsetzen. Okay, er hat mich nur angeguckt. Hätte mich umbringen können? Wer? Was hat er nur mit mir gemacht? Hallo? Kommt ihr nach da unten? Folgt ihr doch gerade. Oh. Okay, dann fliegt er jetzt wieder nach oben. So, erstmal Blitzkapseln mitnehmen. Bin gespannt. Es hieß nämlich, Blitzkapseln können Monster nicht mehr runterblitzen, wenn sie fliegen. Erst. Und dann hieß es irgendwie, Blitzkapseln werden immer weniger wirksam, umso öfter man sie einsetzt. Ja, schauen wir mal. So, da vorne müsst ihr chillen. Unsere fliegende Kartoffel. Ah, da ist er. Hey, was geht ab? Bro! Yo, it's just a prank! Ich bin in deinem Kopf. Okay. Muss ich auch noch meine Moves hier lernen umzusetzen. Ich werde es wahrscheinlich kein Mal einsetzen. Epic Moves von mir. Auf jeden Fall muss ich erstmal meine Klaue in sein Gesicht einsetzen. Das wäre dann ganz schön. Ja, meine Katze greift ja mit Schlaf an. Dann bin ich mal gespannt. So, erstmal runtergehauen. Dann rangeklaut. Zack, zack, ein bisschen ins Gesicht reinstechen. Sehr schön. Und noch ein zweites Mal. Zack, zack, zack. So. Oh, bin ich eingeschlafen. Ich hab's nicht geschafft. Ich habe den falschen Move gemacht. Nein. Nein. Nicht wegfliegen. Ich wollte... Ja, das hat nicht getroffen. Fällt er trotzdem? Ja, er fällt trotzdem. Jetzt. Ja. Zack, zack. Zack. Und zack. Oh, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin lustig durch die Gegend gesprungen. Gottes Willen, ich muss... Jetzt. Drei Treffer. Ja, genau. Zack, zack. Zack. Ja, ist schon cool. Oh. Jetzt steche ich mir ein bisschen das Gesicht ein. Mich halt ranzuziehen ist auch cool. Aua. Kannst du nicht? Hey, du, ne? Ich klipp dir mal im Gesicht, wenn du da schon rumfliegst. Achso, übrigens, das kleine Viech greift mit Schlafzeug an. Ich hab Anti-Schlaf 3 in meiner Rüstung drin. Reingesockelt. Oh, joi. Okay. Ich dachte, das wäre ganz praktisch. Ja, jetzt wo Monster fliegen können und dürfen. Das ist halt meine Kampftechnik scheinbar. Macht ja auch Damage. Scheinbar wehren kann sich nicht großartig dagegen. Hallo? Pablo? Pablo? Pablo bleibt da! Ich weiß nicht, warum ich ihn Pablo nenne. Aber für mich ist er ein Pablo. Hier wegen Pablo halt. Klingt ähnlich wie Pablo. Ist das der offizielle Name von dem Viech? Es gibt so offizielle Nicknames für manche Monster. Es gibt so ein Schuppenmonster, zum Beispiel Seregios. Das nennt alle Steve. Weil, keine Ahnung. Tun sie halt. Das ist Pablo für mich. Deswegen will ich zurück zu Pablo. Aber das ist ja nicht mehr der Original Pablo. Das ist ja... Hey, was bist du denn da für einen verrückten Move? Au, okay. Immer dran klammern funktioniert vielleicht nicht. Ich muss ihn halt irgendwie da runterkriegen. Puh, ohne das Schlafzeug wäre der, glaube ich, echt ätzend. Ah, guck mal, der verteilt es sogar mit seinem Schweif. Wie cool. Was ein lustiger Move. Bro, hier mal deinen Flügel kaputt. Und kannst einfach komplett ignorieren. Aua. Ja, aber es ist ja offensichtlich, wenn ich mit dem Wissen hier rankomme. Das Monster hat da selber schuld. Hätten sie nicht so viele Trailer gemacht. Aua. Okay, deine Dampfwolken können trotzdem echt wehtun. Kannst du nicht?
Ich habe, glaube ich, nicht mehr meine Donnerkäfer dabei. Und bin halt echt einfach darauf angewiesen. In so Wo war ich? Was war ich? So. Ja, dann kriegt den halt nicht in der Luft. Monster in der Luft. Ich hätte doch mein Gewehr mitnehmen sollen. Für den wäre es ganz cool gewesen. Okay, der Wechsel noch. Warum nicht? Ein Rüstungsset habe ich ja drin. Ja, komm. Zack, zack. Zack. Bam. Ich hab's geschafft. Ich hab meinen Move gemacht. Jetzt nochmal. Zack. Zack, zack. Zack. Und zack. Das ist eine coole Kombo. Sehr anstrengend irgendwie. Aber cool umzusetzen. Sehr angenehm, dass du gerade mal kurz am Boden chillst. Muss ich übrigens sagen. Nee, kein Stampi. Bitte. Schon wieder Barot da? Willst du etwa schon wieder schlafen? Jetzt hast du es provoziert, Barot. Wow. Aber Barot hat bisher keinen Bock einzuschlafen. Ah, jetzt. Ja, hier an die Kante muss ich es locken. Dann ein bisschen mounten. Kann ich hier ganz gut mit Schwert und Schild. Oh nein, jetzt. Schlafgas auf mich gepustet. Ja, bin drauf. Auf der dicken Fledermaus. In einem der ursprünglichen Art-Konzepts hatte Paolumo ja einen Schnabeltierkopf. Das sah lustig aus, Alter. Crasht mich doch nicht in den Felsen. Gefährlich. Nur weil ich dich umbringen will. Ja, ich muss. Das Spiel befiehlt's mir. Keine Entscheidung. Ich hätte, glaube ich, lieber ein Element dabei gehabt, was Schaden erhöht, weil 20 Schaden pro Schlag ist, glaube ich, echt nicht so viel. Obwohl ich ja schon recht flott durch die Gegend kloppe eigentlich. So, okay, tschüss. Nachtschatten Paolumo Material. Wenn ich gerade aus dem Ja, komm, wir wechseln mal zu Bogan. Ich darf nur meine Rüstung nicht wechseln und deswegen wird sie keinen Schaden machen. Aber alles andere ist in Ordnung. Mir ist Wetter halt trotzdem jetzt nicht super geil, weil mir die wichtigsten Sachen fehlen. Was habe ich denn? Ich kann es einschläfern. Ich finde sehr interessant, dass meine Katze es einschläfern könnte. Ich kann es nehmen. Ich kann es vergiften. Ja, die Odogaron-Waffe hat schon echt gute Sachen. Also davon gibt es ja noch eine bessere, wenn es jetzt einen Master Rank gibt. Die wird also echt gut. Die Standardwaffe ist schon sehr cool. Ja, Bogengewehre haben so verschiedene Schussarten, zum Beispiel hier halt mit diesen orangen Pfeilen ist so eine Schnellschusswaffe, die schießt dann für einen Schuss trotzdem mehrere Schuss und es ist halt super gut. Hallo! Hier eine Mine in dein Gesicht. Ja, ist halt ähnlich effektiv wie mein Schwert, würde ich sogar sagen. Der ist halt ja auch ein riesiger fliegender Crit-Spot. Ich muss so dabei stehen, dass diese zwei Kreise orange sind, damit ich vollen Schaden mache. Und ja, mehr muss, glaube ich, halt hinter ihm her so ein bisschen und falle halt rein und treffe nicht. Alter, was eine Atomexplosion. Aua. Und ich kriege halt jetzt doppelten Schaden. Deswegen muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Ich versuche ihn trotzdem mal hierher zu locken. Vielleicht kriege ich ihn mit dem Frosch einen betäubt. Oder der andere rammt die von hinten und schläft dann wieder ein. Kann er den Frosch selber triggern? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall jetzt getriggert. Vielleicht reicht's. Scheinbar nicht. Aber wir haben ihn runtergeschossen. Sehr schön. Da habe ich so Minen, die ich hinlegen kann. Ich spiele Bow gar nicht oft, aber ich kenne es so ein bisschen. Und mit den Minen kann ich halt gut Schaden machen. Besonders wenn es nicht echt oft da bleibt. Lockt es deinen eigenen Kram hier nochmal auf. Ja, es gibt verschiedene Bowguns. Man kann es halt auf, entweder so auf Elemente, auf Statuseffekte, auf alles, was man lustig ist, ausbauen. Es gibt auch Schrot, durchdringende Munition und normal.
Und dann gibt es noch spezielle Munitionsarten, wie Schnitt zum Beispiel. Die ist gut, um Körperteile abzutrennen. Also zum Beispiel den seinem Schweif hier. Aber das würde ich nicht mit einer Lightbowgun machen, weil die ewig braucht zum Nachladen von der Schnittmunition. Ja, hier habe ich zum Beispiel Schrot 1 und Schrot 2 und Schrot... Du bist verdammt schnell als Mega-Ding. Bitte lass mich in Ruhe. Ja, Schrot 1 mit dem Schnellschuss ist halt dann... Das ist super cool aus der Nähe. Während Schrot 2 dann halt nur ein Schuss ist. Deswegen ist Schrot 1 dann in der Hinsicht sogar besser, weil es diesen Mehrfach-Boni hat. Aber man muss super nah ran für Schrotmunition. Erstmal in seine Nähe kommen. Ja, jetzt hat es nur 1-1-1 gemacht. Ja, 7-7-7-8-9-9-9. Also es kann halt viel Schaden machen, aber ist jetzt gerade nicht drauf ausgelegt, mein Plan. Lieber damit. Einfach ganz gechillt. Aus der Distanz. Es gibt für die Katze auch einen Ausrüstungsgegenstand. Da hat sie so ein Schild, dann zieht sie viel mehr Aggro. Ist auch sehr angenehm für Fernkampf. Kann man sich auch besser heilen und so. Naja. Ist verständlich. Also ich finde es gut gebalanced, dass Fernkampf einfach mehr Damage bekommt, dafür aber halt sicherer lebt, weil es halt in vielen Angriffen überhaupt nicht drinstehen muss. Ich meine, was ist das für ein Monster für mich? Das Einzige, was lange dauert, ist halt, dass es stirbt. Schwer ist es nicht. Töten kann es mich, klar. Aber es ist jetzt halt nicht die Ultra-Challenge. Voll halt ein bisschen ins Gesicht. Aua. Das war ein schöner Snipe. Der als gehärtete Version kommt bestimmt noch. Ein gehärtete Monster ist einfach dasselbe Monster mit gleich viel Leben. Allerdings ist der Schaden ungefähr doppelt so hoch. Okay, das war dieser Spin-Angriff. Wenn ich da drin stehe, sollte ich mich auch richtig heilen danach. Hey, hast du was fallen gelassen? Dein Gesicht! Deine Ehre! Warte, ich muss nachladen. Achso. Danke. Man kann übrigens auch diese Mine defensiv benutzen. Zum Beispiel, wenn ich sie jetzt hier hinlege. Und er macht einen Angriff rein. Dann kriegt er einfach instant selber da Damage. Und wird manchmal auch unterbrochen bei bestimmten Angriffen. Sehr praktisch, diese Mine. Okay. Interessante Taktik, aber ich verstehe nicht warum. Wenn er gerade mal so drauf ist, ist es übrigens auch ganz lustig, da mit einer Schrotmunition in sein Gesicht zu halten. Aber es ist halt überhaupt nicht gerade, es ist halt für die Waffe ausgelegt. Kann ich nur wiederholen die ganze Zeit. Status-Effekt-Munition kann überall treffen. Man hört manchmal, es ist am Kopf effektiver, aber keine Ahnung, kriegt jetzt 32 Schaden pro Sekunde durch Gift. Gift ist immer gleich effektiv, außer man hat extra einen Perk, was das beeinflusst. So, mal nachladen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn nochmal gelähmt bekomme. Scheinbar nein. Flashes habe ich noch. Verfehlen werde ich wohl nicht. Nope. Und mal ein bisschen mit Schlaf drauf schießen. Komm, schlaf nochmal ein. Nein? Oh. Das ist Erschöpfungsmunition, die Ermüdung. Glaube ich. Ich habe sie nie wirklich verstanden. Und Donnermunition ist auch halt einfach so perforieren. Wenn man die perfekte Schwäche hat, dann kann man halt durch den Körper durchschaden und ein bisschen Schaden machen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die für ihn gut ist. Sein Babygesicht da. Jo, das ist ein Bogengewehr. Ultra langweilig beim Zusehen, deswegen wird es wahrscheinlich nie wieder vorkommen. Aber ich habe ja gesagt, ich verzeige noch verschiedene Waffen. Das war damals ganz schön, muss ich sagen, wenn ich gerade so drüber nachdenke, als ich mit Manu und, also mit GP und Debitor gespielt habe, weil wir hatten ja unterschiedliche Perspektiven immer hochgeladen, so hat man halt die ganze Zeit unterschiedliche Waffen gehabt in den Folgen. War für manche vielleicht irgendwie frustrierender, aber für andere ist es halt auch, also für die meisten ist es wahrscheinlich cooler, einfach die ganze Zeit unterschiedliche Waffen zu sehen, wie sich jeder bei den Monstern anstellt und so. Wenn man meistens auch manchmal in den Monstern aber die Folge gewechselt. Das ist aber so eine alte Zeit, das gibt es aber gar nicht mehr. Ich habe meine Munition übrigens nochmal nachgefüllt, also vielleicht schaffen wir es jetzt, ihn einzuschläfern, obwohl ich es bezweifle. Doch! Er schläft ein. Aber die Gashalakas werfen Bomben. Was überhaupt nicht gut ist. Weil ich eigentlich selber hier meine drei Minen hinlegen will.
und Sleep bomben möchte. Wenn man ein Monster einschläfert, kriegt er doppelten Schaden. Dann gibt es viele, die darauf hier zurückgreifen. Einfach so ein schönes Gesamtpaket dahin packen und dann einfach reinballern. Einfach mit maximalen Damage. Ja, und wenn man halt als Vierergruppe da ist, dann legen halt alle vier Spieler die Bomben. Oh, was sammelst du denn? Willst du mehr essen? Ja, ich fütter dich doch schon mit meiner Munition. Da ist lecker. Oh, oh, aua. Ja, ja, komm. Direkt neben dir. Jawohl. Bevor er mich überrennen konnte. Oh, er humpelt, wir haben's. Okay, wir stellen einmal eine Falle und fertig ist, weil... Nee, das tue ich mir nicht nochmal an. Gut, er ist reingefallen. Man kann mit dem Gewehr auch Betäubungsmunition schießen. Da. Beruhigung heißt die irgendwo. Wo ist er denn? Daten gesammelt. Lass uns nach Astera zurückkehren und die nächste Untersuchung vorbereiten. Oh, süß. Hier Pablo, wenn er stief. Jo. Der Fight wird auf jeden Fall zusammengekettet. Wie lange war es jetzt? 36 Minuten oder so? 27, okay. Bisschen übertrieben, aber nee. So lange brauchen wir den auch nicht. Meisterrang 5 habe ich bekommen. Katze aufgelevelt. Arena-Quest, neue Einrichtungsgegenstände freigeschaltet. Very nice. Noch eine Unterart zum Untersuchen. Überlasse die Dokumentation und Analyse mir. Ja, ja, mitgemacht. So, wieder das Set, welches ich aber doch noch wieder um die Blitzkäfer erweitere. Genau, 10 Blitzkäfer mitnehmen, weil man kann nur maximal 3 Blitzkapseln dabei haben. Plus 10 Blitzkäfer kann man 13 Blitzkapseln in einem Kampf benutzen, falls man jemand so viele braucht. Aber wenn man zum Beispiel Nahkampf beim Paolumo ist, würde ich sagen, ja, braucht man. Hallo, hier ist der übereifrige Zombie für euch, nochmal nach der Folge. Ich mache hier einen Cut. Ich habe eigentlich den Puke Puke auch noch aufgenommen. Dem seine Jagd dauert aber auch nochmal ungefähr genauso lang, wie die Folge jetzt schon ist. Deswegen würde ich sagen, ich teile das in 2 Folgen auf und ihr habt mal nicht Folgen, die 50 Minuten gehen. Ist das ein Deal? Ich würde sagen, ja. Ansonsten, ich mache mal oben rechts eine Abstimmung rein, wenn ich dran denke. Und ihr könnt sagen, ob es okay ist, wenn manchmal Doppelmonster-Folgen kommen oder ob ich eher dann einfach mal zwischendurch eine kürzere Folge bringen soll, damit es auch mal, damit man nicht jeden Tag eine Stunde Monster Hunter bei Zombie gucken muss. Ich sehe, also das, was ich am meisten bisher an Feedback lese, ist, bitte mach die Folgen nicht so lang. Ich verstehe es. Ich will die Folgen ja auch nicht so lang haben, wie sie sind. 20-Minuten-Folgen oder so sind ja eigentlich cool. Das Ding ist, ich will halt alles im Spiel drin lassen, weil ich alles in diesem Spiel liebe. Aber wenn ich zum Beispiel dann nur 15-Minuten-Folgen machen würde, wären wir 15 Minuten in der Stadt, die Folge wäre vorbei. Und wir hätten nicht mal ein Monster gesehen. Wir hätten einfach nur so den Dialog für das Monster gehört und wie ich mich drauf vorbereite. Das ist ja auch Schwachsinn. Also die Folgen bei Monster Hunter müssen so lang sein eigentlich. So wie, also zumindest so wie diese Folge hier. Aber manchmal passiert halt einfach so viel, dann ist die Folge ein bisschen länger. Aber gut. Das war ein Nachtschatten-Paolumo. Ich werde ab jetzt auch immer die Bucheinträge von denen einblenden, wenn ich anfange, die zu bekämpfen. Auch wenn ich die Infos selber beim Spielen noch nicht weiß. Einfach für euch, damit ihr beim Zusehen so euch so denkt, oh, guck mal, das macht ihr falsch. Und ja, lasst gerne Feedback da. Umfrage oben rechts, ob es okay ist, wenn ich die Monster einfach aufteile oder ob ihr sagt, hey, mach längere, ist egal, mach ruhig lang. Also ich finde Aufteilen auch okay, dann habe ich nicht so viel Arbeit beim Schneiden, ne? Kann ich mehr Arbeit in die einzelnen Folgen stecken. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Monster Hunter Zimmelmann.